Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist ein faszinierendes Bild, das Bild von der Knotenlöserin. Nicht von ungefähr lassen sich viele Menschen davon ansprechen. Und wenn ich das Heft, das Pilgerheft durchblättere und auf das Programm schaue des heutigen Tages, auf die Anregungen, dann spürt man, wie die Ideen kommen, wie von selber, dieses Bild auszufalten, daraus etwas zu machen, auch für die Kinder, die ich herzlich grüße, diese Bänder zu knüpfen und wieder zu lösen, ein Netzwerk zu schließen. Es sind immer wieder Fantasien, Assoziationen, die dieses Bild von der Knotenlöserin auslöst. Aber ein sehr tiefes Bild ist eben auch, dass es hier um die Nähe Gottes zu unseren Problemen, zu unserem Alltag geht. Deswegen spricht das Bild so unmittelbar an und bewegt die Herzen und die Fantasien. Kindergärten, Familien können mit diesem Bild etwas anfangen. Jeder fühlt sich angesprochen, weil hier ausgedrückt wird, in Maria wird deutlich, dass Gott ein Gott der Menschen ist, der den Menschen ganz nahe kommt. Mir sagte einmal ein Bischof aus Lateinamerika, was ist das für ein Gott, der eine menschliche Mutter hat? Das ist ein provozierender, zutiefst christlicher, aber immer auch wieder anregender und aufregender Satz. Ein Gott, der sich auf den Weg macht, eine menschliche Mutter zu haben. Für viele Zeitgenossen ist das eine Provokation, unvorstellbar. Und doch werden wir angezogen von dieser Vorstellung, dass Gott das absolute Geheimnis uns so nahe kommen will, bis in unsere alltäglichen Probleme und Sorgen hinein. Dass er sich, wie es im Hebräerbrief heißt, nicht schämt, unser Gott genannt zu werden. In jeder Stunde, in jeder Sekunde unseres Lebens. Und deswegen die Einladung an uns ergeht, mit all den Sorgen und Verknotungen und Ängsten und Verdrehungen, mit all dem Scheitern unseres Lebens, zu ihr zu kommen, zur Mutter des Herrn, die im Blick auf ihn unsere Knoten löst und uns in eine neue Freiheit den Weg weist. Mit Maria auf dem Weg ein Jahr, das befreit. Und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie immer wieder in der Begegnung mit dieser Frau, mit dieser Mutter, die Lösung, die Entkrampfung Ihres Lebens erfahren. Und natürlich ist das Bild der Mutter ein Bild, das uns alle bewegt. Morgen ist Muttertag, nicht vergessen. Habt ihr schon was gekauft? Ja, hier, nicht vergessen, bald sind die Geschäfte zu. Und ihr Väter, Söhne und Töchter, nicht vergessen, morgen Muttertag, es ist ein weltlicher Tag, aber es ist wunderschön und es passt gut mit dem heutigen Anlass der Knotenlöserin und der Weihe des Bistums Augsburg an die Gottesmutter Maria zusammen. Denn natürlich will auch der weltliche Muttertag sagen, wo sollen wir denn hingehen, wenn wir ein Problem haben, wenn wir Sorgen haben, wenn es uns wehtut irgendwo? Dann gehen wir, hoffentlich, wenn wir haben, zu einer Mutter, die uns liebt. Deswegen ist das Bild der Gottesmutter Maria ein ermutigendes Bild für die ganze Kirche. In all ihren Nöten auch, in ihren Suchbewegungen, wendet sich die Kirche in all ihren Gliedern an die Mutter des Herrn und geht mit ihr den Weg und weiß, dass sie uns tröstet, dass sie uns ermutigt und dass sie uns hinführt zu dem, der all unser Leben letztlich in der Hand hat, zu Gott selber, der uns in Jesus von Nazareth sein Gesicht, sein barmherziges Gesicht gezeigt hat. Aber, liebe Schwestern und Brüder, den vielen Knoten unseres Lebens, den vielen alltäglichen Sorgen in Kirche, Welt, Familie und in unserem persönlichen Leben liegt ein tieferes Geheimnis zugrunde.
Und das wird im Bild der Knotenlöserin auch gezeigt. Und das wollen wir bedenken. Schon die Väter haben das Bild der Knotenlöserin aufgegriffen. Es ist nicht erst seit dem 17. Jahrhundert und seit dem Augsburger Bild in der Tradition der Kirche verankert, sondern es gibt das berühmte Wort aus den Kirchenvätern: Das, was Eva verknotet hat, hat Maria aufgelöst, hat Maria entkrampft. Und was ist da geschehen? Was erzählt uns die Heilige Schrift im Blick auf diese Verknotung, auf diese Ursünde, von der manche heute nicht mehr so viel hören wollen, aber die doch der Ausgangspunkt der Erlösung ist? Die ersten Menschen, so wird in dieser Geschichte, die ja keine historische Erzählung ist, sondern etwas sagen will von der Wirklichkeit des Menschen am Anfang, in dieser Geschichte wird erzählt, am Anfang ist etwas geschehen, was den Menschen in die falsche Richtung geführt hat. Er hat sich verkrampft. Angst und Misstrauen sind der Ursprung der Sünde. Nicht nur die Auflehnung gegen Gott. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass in dieser Geschichte erzählt wird, der Teufel, die Schlange sehen Misstrauen, sehen Angst. Gott meint es gar nicht gut mit dir. Gott meint es nicht gut mit euch. Er will euch etwas vorenthalten. Er will nicht euer wahres Glück. Er will euch das wirkliche Glück verwehren. Und die Menschen fallen darauf herein, wollen selber das Glück in die Hand nehmen, aus Misstrauen Gott gegenüber und aus Angst, etwas zu verpassen. Und da, liebe Schwestern und Brüder, verknotet sich das menschliche Leben. Das ist eigentlich der Ursprung der Unheilsgeschichte, die sich durch die Geschichte der Menschen hindurchzieht bis in unsere Tage. Und die Auflösung dieser Verkrampfung geschieht in der Erlösung in Jesus Christus. Und deswegen ist es so wichtig, sich auch wirklich auf den Weg zu machen, so wie wir es gelesen haben in der ersten Lesung, wie Maria gezeigt wird als die, die dem Teufel, der Schlange, entgegentritt und dem Drachen, indem sie Christus zeigt, Christus zur Welt bringt. Oder im Brief des Apostels Paulus an die Galater, dass wir befreit sind. Denn was ist die Versuchung des Menschen? Die Versuchung des Menschen ist zu sagen, ich. Und das Gesetz wird benutzt, um sich vor Gott und den anderen zu behaupten. Ich habe Recht, ich bin wichtig, ich habe zu sagen. Diese Verkrampfung, dieses Misstrauen, diese Angst macht den Menschen unfrei und krank. Die Sünde ist Ursprung einer Krankheit, einer Verkrümmung der Seele, die um sich selber kreist und noch im Gesetz, noch im Gehorsam gegenüber dem Gesetz, ja noch in einer möglicherweise falsch verstandenen Frömmigkeit Gott entgegentritt und ihm vorweisen will, was er zu tun hat. Das muss alles beiseite geräumt werden, sagt der heilige Paulus. Aus dieser falschen Welt müsst ihr befreit werden. Aus diesen Verknotungen, aus dieser Angst, aus dieser Verkrümmung müsst ihr herausgeholt werden. Und das geschieht in der Begegnung mit dem, den Maria uns geboren hat. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir doch endlich wieder begreifen könnten, dass Christsein ein Weg in die Freiheit ist, in die wahre Freiheit, nicht in eine neue Angst, nicht in ein neues Misstrauen, nicht in neue Verkrampfungen und Verknotungen, nicht in eine Engführung, nicht in Kleinkariertheit und Missmut, sondern in die wahre Freiheit der Kinder Gottes. Diese Freiheit, liebe Schwestern und Brüder, dieses Auflösen des Knotens, das ist die Tiefe des Geheimnisses der Erlösung. Und wie geschieht das? Es geschieht, indem der Gott, der in Jesus Christus der neue Adam geworden ist, in unsere Welt hineingeht, von innen her die Knoten löst, nicht von außen her, sondern in unsere Welt hineingeht und all diese Verknotungen miterleidet. Und wenn wir mit ihm gehen, wenn wir von ihm getragen werden,
wenn wir uns an ihn anschließen, so wie es Maria heute sagt, was er euch sagt, das tut, dann werden die Verknotungen unseres Lebens gelöst und wir werden freie Menschen. Wie sehr wünsche ich mir, dass wir Christen das Zeugnis ablegen in unserer Gesellschaft. Wir sind freie Menschen. Aber frei heißt nicht ungebunden. Das muss ich hier in einem Kreis von Christinnen und Christen, Brüdern und Schwestern nicht sagen. Die Freiheit vollendet sich in der Liebe, im Ja-Wort. Das erste ist das Ja-Wort Gottes. Er schaut auf die Verknotung unseres Lebens und er lässt sich ein auf den Weg Mariens, lässt sich von ihr der Welt schenken in Jesus von Nazareth, um diese Verirrungen und Verknotungen aufzulösen, sagt Ja zu uns, zu jedem von uns, und dann antworten wir mit unserem Ja. Das erste Ja kommt von ihm, auch Maria gegenüber. Die Erwählung, das Ja-Wort, der Ruf. Es gibt ein wunderschönes oder viele wunderschöne Bilder, die das schildern, wie der Himmel, der Vater, der Sohn, der ganze himmlische Hofstaat gespannt warten im Himmel, ob das Ja-Wort Mariens kommt oder nicht, weil von diesem Ja-Wort alles abhängt. Aber, liebe Schwestern und Brüder, nicht nur von diesem Ja-Wort. Davon hängt die Heilsgeschichte ab, das ist wahr. Aber meine persönliche Heilsgeschichte hängt davon ab, ob ich Ja sage. Ob dieses Ja-Wort, das bei mir ankommt und ankommen kann durch das Ja-Wort Mariens und so in Jesus Christus Fleisch annimmt, das Ja-Wort Gottes, wie es heißt beim Apostel Paulus, bei ihm ist nicht Ja und Nein zugleich. In Jesus ist nur das Ja-Wort Gottes verwirklicht, nur das Ja-Wort, kein Nein, nur das Ja-Wort Gottes, kein Ja, Aber und die Einladung, dass wir Ja sagen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir dann zu ihm Ja sagen, dann löst sich alle Verkrampfung und alle Verknotung und alle Angst. Wenn wir in einer mit der Gnade Gottes Ja sagen können, dann werden wir befreit, dann werden wir freie Menschen, die dann endgültig Ja sagen können zur Liebe. Denn nur die Liebe, die uns in Christus geschenkt wird, kann uns letztlich in die Fülle des Lebens, in die Fülle der wahren, wirklichen, unzerstörbaren Freiheit hineinführen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist der große Hintergrund, wenn wir auf die Knotenlöserin schauen. Es geht nicht nur um unsere kleinen Probleme, die wir hinbringen, das ist richtig und das sollten wir tun. Es geht um diesen großen Horizont, dass die Welt in einer neuen Wirklichkeit steht, seitdem dieses Ja-Wort von Gott ausging und das Ja-Wort Mariens eine neue Geschichte der Menschheit in Gang gebracht hat. Es ist dieses Erkennen der österlichen Welt, in der wir ja gerade in besonderer Weise stehen in der Osterzeit, dass wir erkennen, es gibt diese neue Welt, in der wir leben dürfen. Es gibt die Welt, die erlöst ist. Inmitten der alten Welt ist die erlöste Welt schon gegenwärtig, wenn wir hier miteinander Eucharistie feiern, wenn wir von hier aus Zeichen und Zeugen sind für die neue Welt der Freiheit und der Liebe, die von Gott her in Jesus Christus uns gezeigt wird. Was er euch sagt, das tut, liebe Schwestern und Brüder, dann haben wir begriffen, dass von dieser Erfahrung her eine große Sendung ausgeht in unsere Welt, in unsere Zeit, gerade jetzt, dass wir keine Angst haben müssen vor der Zukunft. Im Gegenteil, Erlösung bedeutet die Angst verlieren und in großer Freude den Weg der Freiheit gehen und in Freiheit das Ja-Wort der Liebe sprechen. Das ist eigentlich das Programm der Knotenlöserin. Und wenn wir uns dann unter das Bild der Knotenlöserin stellen und das Band neu empfangen, das vorher verknotet war und dann entknotet ist, dann sind wir neu auf den Weg gebracht. Denn natürlich, liebe Schwestern und Brüder, sollen all unsere alltäglichen Sorgen in Kirche, Welt, Gesellschaft und Familie auch zu ihr gebracht werden. Aber sie gewinnen erst eine wirkliche Klärung, wenn wir den großen Horizont der Erlösung sehen, dass wir nicht hängen bleiben bei unseren Alltäglichkeiten, sondern diese Alltäglichkeiten, die Probleme, die Sorgen, die großen Schwierigkeiten, die wir vielleicht haben in unserer Familie, in der Gesellschaft,
dass wir sie doch im Licht der Erlösung lesen müssen. Die Zeichen der Zeit zu lesen im Licht der Erlösung und des Wissens darum, dass es diesen Horizont von Ostern gibt, das unzerstörbare Leben, das neue Leben, so wie es im Evangelium im Beispiel vom Wunder von Kana geschildert wird, das verwandelte Leben. Das ist ja nicht nur ein einmaliges Wunder von damals, sondern der Apostel Johannes will uns ja erzählen, das geschieht immer wieder. Ihr seid Verwandelte, ihr seid Erneuerte, ihr feiert die Eucharistie, ihr seid mit einem Fuß im Himmel. Und das bedeutet, dass wir vom Himmel her, von der Erfahrung der Erlösung, der Befreiung her, in unseren Alltag hineinschauen. Vielleicht löst sich dann auch manches unserer Probleme. Ich denke schon, nicht alles kann gelöst werden. Wir sind auf dieser Welt bis in die Stunde unseres Todes hinein. Aber dann können wir neu lernen. Vielleicht lernen wir dann an einem solchen Tag neu, auch einander in die Augen zu schauen, in der Familie und bayerisch zu sagen, sag mal wieder Gurt. Ich sage das oft bei den Firmengottesdiensten, da kommen ja die Verwandten aus der ganzen Republik manchmal zusammen. Und dann sage ich, naja, vielleicht sind jetzt heute Abend oder heute Morgen beim Firmengottesdienst auch einige, die sich nicht so ganz grün sind und die sich lange nicht gesehen haben, vielleicht langer Streit in der Familie oder auch Eheleute, die auseinandergegangen sind und zur Firmung wieder zusammenkommen. Naja, schauen wir mal. Sagt euch heute, sagen wir wieder gut, fangen wir wieder an. Von der Erfahrung von Ostern her, von der Erfahrung, dass wir angenommen sind, finden wir die Kraft, auch einander wieder die Knoten zu lösen. Und Maria ist die wunderbare, großartigste Wegbegleiterin auf diesem Weg. Und das gilt auch für unsere Gesellschaft. Ganze Völker können sich verknoten. Gestern haben wir am 8. Mai an das Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht. In Europa gibt es immer noch Kriege in der Ukraine. Und überall auf der Welt immer wieder neu diese Verknotung, diese Verkrampfung, dieser Hass, dieses Misstrauen, diese Selbstbehauptung des Menschen gegenüber Gott und den anderen. Wie sollen diese Verknotungen gelöst werden, wenn nicht die Menschen wieder neu lernen, von Gott her, von Jesus her, vom Bild dessen her, der barmherzig auf uns schaut, den anderen anzunehmen, sich zu befreien oder befreit zu werden, sich zu lösen und in Freude und Zuversicht einander zu begegnen auf Augenhöhe. Liebe Schwestern und Brüder, wie wunderbar ist dieses Bild der Knotenlöserin für unseren Alltag, für unsere Lebenswelt, für unsere Familien, für die Kinder, für jeden von uns, aber eben auch für das große Geheimnis unseres Glaubens. Und so möchte ich Sie einladen heute, wenn die Weihe des Bistums Augsburg an die Gottesmutter erneuert wird, sich auch persönlich neu zu weihen. Und das würde bedeuten, das Ja-Wort dem gegenüber, den Maria uns geboren hat, den sie uns entgegenhält, den sie uns schenken will, dieses Ja-Wort Gottes wirklich neu zu empfangen und mit unserem Ja-Wort zu bekräftigen. Mutter Gottes, Mutter unseres Landes, Schutzfrau Bayerns, hilf uns auf unserem Weg und mach uns fähig und ermutige uns, das Ja zu sprechen, damit wir frei werden. Amen.